herzlich willkommen. Wir machen nochmal heute eine Runde, nachdem es gestern mit meinem Schamanen schon gar nicht so toll lief. Habe ich gedacht, wir probieren es heute nochmal und schauen mal, was wir, ja, wo denn exakt die Schwächen sind. Also, ich dachte eigentlich, das Deck sieht an sich, mir sind die Karten solide eigentlich gewählt. Das heißt, wir schauen, dass wir schön ins Endspiel kommen und haben da dann unsere großen Karten. Aber es ist halt doch, ja, es hat seine Schwächen. Und vielleicht habt ihr ja Vorschläge, was wir daran noch entsprechend verbessern können. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Eure Zeit ist gekommen. Und dann schauen wir mal, dass wir auch diese Decks testen werden. Okay, unsere Axt kann uns am Anfang helfen, Spot ein bisschen klar zu halten. Und Ingenieur nehmen wir jetzt am Anfang zum Karten ziehen. Ich lasse einen Blitzschlag auch mal noch drin. Mal schauen. Vielleicht können wir ja damit was Schönes jetzt anfangen. Okay, Runde 1. Wir machen es. Melde mich zum Dienst. Er spielt sich seinen Rekruten. Den hätte ich jetzt gern gleich in Runde 1 gespielt. Das können wir jetzt natürlich nicht mehr machen. Deswegen warten wir mal noch ab. Wir spielen unseren Ingenieurslehrling und gehen in die Runde 3. Nicht mit ja, mir. Da kommt schon die Waffe. Und er macht das aus einem Kartenzieher. Gut. Der muss leider weg. Ich hätte ihn gern gespielt. Ja, können wir zusammen mit einer Axt. Machen wir das Ganze jetzt zu einer Aufräumaktion. Er kommt weg. Elemente, zeigt mir die Nähe. So. Runde 4 und wir haben zwei Überladungen reinbekommen. Melde mich zum Dienst. Er spielt nur ihn. Deswegen können wir jetzt unseren Feendrachen bringen. Elemente, zeigt mir den Weg. Sollte er eigentlich nicht direkt irgendwas haben? Melde mich zum Dienst. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Er macht ihn nur auf eine 2. Gut. Damit können wir auch wieder leben. Wir haben eine 5, das heißt, wir bauen uns einen. Das Dingo! Ja! Ein. Wir setzen dahinter noch ein bisschen Angstgegner. Geben ihm mal ein bisschen was ins Gesicht. Und das mehr Schaden machen. So, weiter geht's. Nächste Runde. Wir sind schon in der 6. Okay. Da jetzt muss ich natürlich irgendwo eine Weg. Und er nimmt unseren Tank raus. Den können wir damit fertig machen. Die Eule müssen wir eigentlich nicht großartig. Wir haben. Na. Doch, schade, müssen wir. Und wir bekommen auch so einen Tank. Und. Ja. Gehen. So, weiter, nächste Runde. Baron Gedon. Unsere hat überlebt. Aber er überlebt nicht. Es macht Spaß gegen ihn. Wir spielen einen Staubteufel. Schauen wir mal, was uns das Gute bringt. Ein Windfury.
Weg. Die nächste Zwielichtrache. Melde mich zum Dienst. Dafür unser zweites zum Opfern. Ich frage mich, ob... Damit haben wir 0-1. Wir bringen ihn zum Schweigen. Also wir machen auf jeden Fall erstmal den ersten Tod. Der geht ins Gesicht. Dann schauen wir mal, ob wir das Totem bekommen. Natürlich nicht. Ja. Wir gehen spielen dann den Frosch. Es bleibt nicht viel Zeit. Windows. So. Unseren Staubteufel würde uns jetzt wegnehmen. Ja. Geht das schon los? Das Dingo! Ja! Er spielt einen Tank. Und nimmt uns auch noch einen anderen Schaden weg. Gut. Niemand kommt an mir vorbei. So. Der Diener hier bringt uns gar nichts mehr. Ja. Und wir schauen, dass wir hier eine gewisse, ja, Konsistenz reinkriegen. Okay. Na, okay, er will unseren schwarzen Ritter weg. Welches Totem soll da damit wegnehmen? Okay, er will freiräumen. Melde mich zum Dienst. Dann spielen wir jetzt unseren Mokrabler. Wir lassen ihm eine Karte ziehen, aber nehmen dadurch seinen 2 Schaden noch weg. Schauen wir mal, ob wir eine gute Karte bekommen. Was für ein hoher Hagelchase. Kann ich mal darauf würfeln? Und haben eine Doppeltankspitze. Okay, sehr schön. Ein Primärziel. Na, schon wieder so ein Gebuff-Gedöns. Okay, er haut sich einen Schaden rein. Welchen wir ihm jetzt natürlich hier komplett einmal verbasteln. Den Dreierschaden möchte ich auch wegkriegen. Wir schauen allerdings noch sicher schon. Ja, nur Schrott. Deswegen spielen wir auf ihn. Hey, gib mir das! Mit ihm gehen wir weg. Gehen ins Gesicht und ach komm, wir geben ihm noch. Spürt die Macht der Winde. Geben ihm noch mal die Chance, die Gewicht anzugreifen. So.
Habe ich auch noch nie gemacht. Gut gespielt. Dankeschön. Der Sieg gehört euch. Und wir haben gewonnen. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass Beutehamster, dass der so viel Angst macht. Aber ja, anscheinend Beutehamster mit macht Angst. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, war ein interessantes Spiel. Und ja, wir sehen uns dann zum nächsten. Wie gesagt, wenn ihr noch andere Decks habt oder Verbesserungsvorschläge, schreibt diese bitte in die Kommentare. Oder gebt entsprechend ein Like, wenn euch das Deck gefallen hat und ihr es selber nutzen könnt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!